7 Meter ist zurück und ihr könnt direkt wieder mitraten. Göppingens Youngster Till Hermann und Axel Goller treten im Emoji-Quiz an. Ja, wir sind bereit. Ja, ich habe schon eine Vermutung. Aber ich auch. Ich will den zweiten, glaube ich, noch abwarten. Aber ich jetzt kommt Ron. Ja. Die Hand ist schon so. Ja! Ich habe mich, glaube ich, zuerst gemeldet. Das war unentschieden, ja. Ich habe mich, glaube ich, zuerst gemeldet. Ich sag einfach, als du das schreibst. Daniel Rebmann. Na, Rebi ist ja nicht der richtige Name. Dann Daniel Rebmann. Das ist ja nur ein Spitzname. Ist der richtige Name eigentlich Daniel Rebmann oder Daniel Rebmann Jankovic? Daniel Rebmann. Ich würde sagen, das ist ein Unentschieden. Ja. Jeder bekommt einen Punkt. Du hast aber, das ist wie in der Schule, wenn du... Ja. Ja, ja, aber ich habe mir meinen Fingersteller hochgenommen. Das habe ich hier nicht gesehen, oder? Gut. Ich könnte was riskieren. Ja, das können viele sein. Hartmut. Ja. Ja, ja. Ich hatte mich gemeldet. Ich würde sagen, Tim Kneule. Oh. Dann oh, zeige ich Sebastian Heilmann. Ja, okay, fuck. Ja, okay. Ja, aber... Es hätten beide sein können. Timmy hat es meiner Meinung nach definitiv eher verdient. Ja. Okay, dem Alter. Sozusagen 2-1 für dich. Ganz genau. Das heißt, habe ich jetzt schon einen Matchball, oder? Ja, jetzt hast du schon einen Matchball. Ja, ja. Ich habe eine Vermutung, aber ich traue mich noch nicht. Ja, ich riskiere es. Jon Lindenkrone Andersen. Ah, ja, ja, okay, dann ist es Krisimir Kosina. Ja. Richtig. Perfekt. Ach, weil er davor bei den Füchsen gespielt hat. Ja, und gelb für Borussia Dortmund-Fan. Trinken viele. Ja, das sind fast alle Kaffeetrinker. Ja. Uhr können wir ausschließen. Uhr ist nicht. Ja, doch. Dann eine Uhr, Kostelic. Mit der Uhr. Das ist eine Uhr, also, kann schon sein, ja. Aber er trinkt auch Kaffee. Nein, oder? Uhr trinkt keinen Kaffee. Ja, ich hätte das letzte auf jeden Fall, den muss ich nutzen. Weiß nicht, Jakob Bagerstedt, sage ich. Was? Ja, wegen Kaffee, Jakob trinkt viel Kaffee. Wecker wegen Pünktlichkeit vielleicht. Und er ist gefühlt immer der Erste in der Halle. Ja, aber die Uhr wegen Uhr wäre auch nicht schlecht. Ja, wäre auch gut gewesen, aber... Ist das Spiel aber entschieden? Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Es geht weiter mit dem Lokalrivalen der Göppinger. Barlings Tim Notdurft zeigt in unserer Masterclass seine Lieblingsübung zum Aufbau der Sprungkraft. Hallo, mein Name ist Tim Notdurft, ich bin 24 Jahre alt und spiele beim HBW Balingen-Wallstätten auf der Linksaußenposition. Und heute möchte ich euch mal einen kleinen Einblick in mein Training zeigen. Es geht heute um die Sprungkraft. Das wird eine Kombination sein aus Kniebeuge und aus Sprüngen auf die Kästen. Und ich nehme euch einfach mal mit. Ich habe hier jetzt mal 90 Kilo draufgepackt. Wichtig vorneweg zu sagen ist, dass ihr Sprungkrafttraining oder auch Krafttraining nur dann machen sollt, wenn ihr vollständig erwärmt seid, um eben Verletzungen oder irgendwelche muskuläre Probleme, damit die nicht auftreten. Wichtig bei der Kniebeuge wird sein, dass ihr einen schulterbreiten Stand habt, die Zehen vielleicht ein bisschen nach außen. Wenn ihr runter geht, darauf achten, dass die Knie nicht über die Fußspitzen geht und allgemeine saubere Ausführung ist sehr wichtig. Was die Wiederholungszahlen angeht, gestalte ich mein Training so, dass ich immer 5 Wiederholungen mache, sowohl bei den Kniebeugen als auch nachher bei den Sprüngen. Und davon jeweils 3 Sätze. Im Anschluss an die 5 Kniebeuge habe ich hier einen Kasten aufgebaut und werde dort Squat Jumps machen. Zu Beginn muss man erwähnen, dass ihr euch hierbei die richtige Höhe aussuchen müsst, dass ihr es auf jeden Fall schafft, auf den Kasten drauf zu springen. Und beim Squat Jump ist eigentlich ein ähnlicher Bewegungsablauf wie bei den Kniebeugen. Wir gehen wieder tief, danach erfolgt ein explosiver Abdruck und ein Sprung auf den Kasten. Weiter geht's nun mit den sogenannten Steigesprüngen. Das sind einbeinige Sprünge und ich finde dies eine der wichtigsten Übungen, weil sie dem Bewegungsablauf beim Handball gerade für mich als Außen am ähnlichsten kommt.
Wichtig bei der Übung ist der explosive Abdruck auf dem Kastenoberteil sowie das Einsetzen des Schwungbeines und der Arme. Die letzte Übung ist der sogenannte Drop Jump. Hier stehen wir auf dem Kasten, fallen vom Kasten runter und machen dann einen kleinen Sprung. Wichtig beim Drop Jump ist die geringe Kontaktzeit am Boden. Das heißt, ihr versucht so schnell wie möglich nach Auftreten am Boden wieder nach oben zu springen. So, das war mein letzter Sprung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch einen kleinen Einblick ins Training geben. Ihr könnt natürlich je nach Fitnesszustand und wie ihr es mögt, die Übungen selbst zusammenstellen. Das war einfach eine kleine Auswahl von mir. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns. Und zum Abschluss darf unsere Traum-7 nicht fehlen. Diese Woche stellt sie Hannovers Keeper Domenico Ebner für uns auf. Ich bin Domenico Ebner, Torwart bei der TSV Hannover-Burgdorf und ich zeige euch heute meine Traum-7. Im Tor habe ich mich für Henning Fritz entschieden, weil Henning ist mein Vorbild meiner Handballerkarriere und eine große Persönlichkeit im Handball und hat auch mittlerweile eigentlich alles erreicht, was man im Handball erreichen kann. Links außen gehört für mich auf jeden Fall Uwe Gensheimer, weil aufgrund seiner Karriere, er war in Paris, hat dort auch alles gewonnen, was man eigentlich gewinnen kann und ist eigentlich in Deutschland die Legende schlechthin. Halb links tue ich unseren Halblinken hier von der TSV Hannover-Burgdorf, Fabian Böhm, aufstellen, weil er ist ein absoluter Leader-Typ, geht voran und ist deswegen zu Recht auch Kapitän bei uns. Auf der Mitte nehme ich Morten Olsen, unser bester Mittelmann, den wir, glaube ich, hier in Hannover auch hatten. Und wir vermissen ihn immer noch sehr und ich würde immer noch gerne mit ihm gerne wieder zusammenspielen. Ja, auf halb rechts nehme ich Kim Andersson. Er ist für mich einer der besten Halbrechten der Welt und hat eine wahnsinnige Karriere beim THW Kiel durchgezogen. Und ich glaube, er hat es einfach zu Recht verdient, unter meiner Traum-7 zu spielen. Ja, Rechtsaußen gehört für mich natürlich Timo Kastening. Für mich einer der besten Rechtsaußen in der Liga und ein absoluter Kämpfertyp, gibt immer alles. Und ich hoffe, ich habe nochmal in meiner Karriere die Möglichkeit, mit ihm zusammenzuspielen. Kreisläufer, ja, Henrik Pekela ist, glaube ich, ein Kämpfer, der vorne und hinten immer rackert. Und sowas liebe ich ja als Torhüter, deswegen auf jeden Fall Henrik Pekela. Und das war's mit 7 Meter für heute. Die nächste Ausgabe gibt es kurz vor Weihnachten am 22. Dezember.